Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem neuen Stadionblog von mir. Heute bin ich auf dem Spiel TSG Hoffenheim gegen Bayern 04 Leverkusen. Wie ihr schon seht, bin ich hier an der Pre-Zero Arena. Dritter Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Wir haben Stand jetzt 3 Punkte. Erster Spieltag haben wir gewonnen gehabt. Zweiter Spieltag leider unglücklicherweise verloren gehabt. Und jetzt schon mehr auswärts in Hoffenheim. Die NK12 hat ja aufgerufen, alle im Trikot nach Hoffenheim zu kommen. Gemacht. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Stimmung sein wird, wie viele Leverkusen-Fans da sein werden. Ich würde mal schätzen, dass bis zu 5000 Leverkusener Gästefans da sein werden. Die Stimmung wird auf jeden Fall sehr, sehr gut vom Gästeblog. Und ja, wir gehen jetzt langsam Richtung Stadion. Dann zeige ich euch auch meine Sicht und so. Und wird auf jeden Fall richtig geil. Ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und auf dem Video ein Like da lassen würdet. Dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Bayer Leverkusen, schalalala. Oh, Bayer Leverkusen, schalalala. Und der Navi muss reinscheißen. Ach nein! Schöne Grüße an dich, Actimax. Guck mal, Freunde, wir sind noch auf der Autobahn und hier ist einfach das Stadion, SAP. Das Stadion sieht aber sehr, also sieht modern aus. Krass. Ja, da sind ganze Parkplätze. Wir sind angekommen in Hoffenheim, meine lieben Freunde. Und angekommen hier in Hoffenheim, hier an der Pre-Zero Arena. Die haben wirklich ein sehr, sehr modernes Stadion. Ich glaube, das Stadion müsste auch jetzt eher vor ein paar Jahren erst geöffnet worden. Man sieht auch, man erkennt auch direkt, dass das Stadion sehr, sehr neu ist. Wir sind auch heute im Block K, also wir sind genau zentral. Ich bin mit meinem Kollegen. Was geht ab, Max? Was geht, Jungs? Was ist dein Tipp heute? Ich sage, ich bin 3-1. 3-1. Auswärtssieg wäre wichtig. Ja, wer sind deine Torschützen? Ich sage, Wils macht ein Tor, Boniface und Grimaldo. Grimaldo stark. Ich sage, wir gewinnen heute. Ich sage auch, nein, ich sage es nur 2-1. Ich sage 2-1, Wils wird treffen und Victor Boniface. Ich zeige euch mal ganz kurz, wo wir sitzen. Hier seht ihr einmal den Stadionplan. Hier sitzen wir genau im Block K. Also genau zentral, hier ist der Gästeblock. Da ist die Südkurve, da der Ultra-Block von den Hoffenheimern. Und ja, nochmal den Weitwinkel angemacht vom Stadion. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Und unsere Mannschaft ist hier gerade reingefahren. Auf geht's, Jungs, kämpfen und siegen. Forza Bayer, Jungs. Auf die 3 Punkte. Auswärtssieg, Auswärtssieg, Auswärtssieg. Jetzt gerade kommt der Hoffenheim-Bus. Was hören die denn für eine Musik im Bus? wie cool, Digga, hä? Das Stadion sieht wirklich sehr, sehr modern aus. So, wir gehen jetzt in unser Block rein, Block K. Ich bin sehr gespannt. Das erste Mal hier in Hoffenheim. Boah, man sieht halt, dass sie halt richtig reich sind. Das ist halt ein sehr, sehr modernes Stadion. Da ist der Gästeblock aus Leverkusen. Das ganze Stadion ist noch leer. Da ist die Südkurve von Hoffenheim. Und unsere Plätze sind Reihe 6. Boah, wir haben echt maximale Plätze. Welche Plätze haben wir, Bruder? 6? Wir sind hier geschwungen, ne? Nachhaltigkeit, yes. Das und das sind unsere Plätze mit dieser View. Boah, die Plätze sind wirklich sehr, sehr krass. Da ist der Gästeblock. Also wirklich 10 von 10 Plätzen. So, die Rinderwurst probiere ich jetzt, meine lieben Freunde. Ich habe ja gestern in Offenbach die Rinderwurst probiert. Ich sage, ob es die besser ist oder ob die in Offenbach besser ist. Die ist auf jeden Fall besser. Die in Offenbach war ein bisschen zu trocken, die ist auf jeden Fall besser. Ich gebe der Rinderbus eine 8 von 10. Und unsere Torhüter sind jetzt rausgekommen. Ganz von Lukas Radetzky, Niklas Lom und Mattes Kova. Von Hoffenheim ist rausgekommen und man hat nur Pfiffe gehört. Vom Gästeblock aus. Und unsere Leverkusener Spieler kommen raus. Ganz vorne Grani, Checker, Grimaldo, Andrich, Jonathan da, Kerriel.
So, hier seht ihr einmal die Ausstellung von Leverkusen. Im Tor Radetzky, in Kapietar, Andrich, Wirtz, Terrier, Tabsoba, Teller, Grimaldo, Boniface, Xhaka, Xhelvi ist auf der Bank. Ja, hast einen guten Start, ey. Ich glaube, Frimpong hatte familiäre Probleme, deshalb ist er auch erstmal auf der Bank. Unser ehemaliger Spieler spielt jetzt hier, Adam Lojic, aber der ist nicht in der Startelf. Und die beiden Mannschaften der heutigen Partie kommen raus. Auf der linken Seite TSG Hoffenheim und auf der rechten Seite Bayern und Leverkusen mit dem weißen Auswärtstrikot. Und die Mannschaft geht in die Kurve. Das heißt, dass Leverkusen in der ersten Halbzeit auf unsere Seite spielen wird. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und in dem Sinne, ich glaube, die Hoffenheim holt, dass sie noch am Streiken. Da war ja irgendein Vorfall. Ich weiß nicht ganz genau, was da war. Aber auf jeden Fall ist es noch ein Protest. Und in dem Sinne auch ein ganz gutes Spiel auf die drei Punkte. Auf geht's, Jungs. Und Hoffenheim mit dem Anschluss hier in Sinsheim. Stadion hat sich ja, gut gefüllt. Die Tribüne ist ja alles voll mit VIP. Ich würde mal behaupten, dass so 28.500 Zuschauer hier heute da sein werden. Jetzt wird's! Hole! Ja, wichtig, Freistoß. Gute Freistoßposition. Erste Ecke für Leverkusen nach 2 Minuten. Und rein. Gute Hand. Da kommt er. Schieß! Ah, schade, Mann! Leverkusen mal von der ersten, mit dem haben wir gleich einen guten Druck. Erst schon nach 3 Minuten. Schon mal gut. Weiter geht's. Weiter, komm. Wir müssen früh das 1-0 schießen. Und heute müssen wir unsere Chancen ausnutzen, weil in Leipzig haben wir auch in der ersten Halbzeit so viele Chancen gehabt. Und die Chancenverwertung war einfach eine Scheiße. Und aus dem Grund haben wir auch am Ende verloren gehabt. Weiter, Jungs. Gleichen Fußball wie wir letztes Jahr gespielt haben. Ein langer Ball und ein so langer, kurzer Ball. Wir sind direkt durch und haben direkt eine Chance. War halt jetzt glücklicherweise erst ein Pfosten und wäre da reingegangen, wäre auch abseits. Aber Hoffenheim spielt in den ersten 17 Minuten viel besser als Leverkusen. Leverkusen ist noch, ich glaube, ist noch im Kopf wieder am Schlafen, auf jeden Fall zum Schlafen. Das ist auf jeden Fall besser. Und man merkt halt sehr, wie viel Punkte fehlt auf der rechten Seite. Obwohl, jetzt. Der muss das überprüfen, also ich glaube, der wird das überprüfen. Ja! Der zählt! Let's go, Alter! Jawohl! Ja, Mann, so wichtig! Ja.
alle so Freunde. Max sagt, oh, wir dachten 100% Abseits, weil das sah sehr, sehr nach Abseits aus. Ein langer Ball, weil Lebo, Bonny und Wilz waren da gegen den Torwart, weißt du? Und also, Respekt an den Chiri, let's go, sehr, sehr wichtig. 18 Minuten 1 zu Lebo. Ja, Mann, Digga, so wichtig. So die erste gute Chance jetzt für Lebo. Freunde, was war das für ein Jubel von Bonifay? Wenn ich euch, wenn ich das Bild später finde, dann blende ich euch das ein. Was war das für ein Jubel? Er zieht seine Hose aus einfach. Jawohl, das war mir so wichtig. Eine Minute, zwei Gegentore, aber es ist jetzt Abseits und er will es jetzt überprüfen. Er will es überprüfen. Das sieht ja noch den Video. Das gibt's nicht, kann man in einer Minute zwei Tore kassieren. Ich meine es immer wieder, Baumann ist ein richtig krasser Torwart. Richtig gut von Baumann gehalten. 1 gegen 1 gegen Torwart, aber der eine Spieler hat den Ball noch so ein bisschen berührt. Deshalb ist Bonifaz ein bisschen aus dem Ruder gekommen. Ah, schade, Mann. Der Reihen von der Brose wäre sehr, sehr wichtig geworden. Hat so was geführt? Nichts. Und Schuss. Nein! Ich kann nicht weiterhin. Sehr, sehr schade. So, mein lieben Freunde, ich war ganz kurz ein Halbzeitfazit. Halbzeitstand 2 zu Leverkusen. Stimmung im Grunde wirklich sehr, sehr gut Hoffenheim. Da kommt gar keine Stimmung. Lauter Schwein, schießt die Gegner an die Wand über das ganze Land.
Schalalalalala. Also die Stimmung wirklich schon sehr gut. Spieler müssen da auch gespielt. Bis auf diese 5, 6 Minuten, da wo wir zwei Gegentore kassiert haben. Aber zum Glück war der eine Treffer abseits und da steht 2-1 für Leverkusen. Und ich hoffe einfach nur, dass wir die 3 Punkte holen. Ich vor Hoffenheim. Wow. Hey, alle! Leverkusen alle! Leverkusen alle! Leverkusen alle! Leverkusen alle! Alle, alle! Leverkusen alle! Sehr solide Partie, ein Tor, gute Chance, gute Pässe, bis jetzt, Man of the Match hier, meiner Meinung nach. Leverkusen alle, Leverkusen alle, Leverkusen alle, 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 Leverkusen alle. Eine sehr, sehr gute Freistoßposition. Guck mal, der Schäfer ist geil, ja. Boah, wichtig. Also der erstmal Freistoß entschieden, ich glaube, das war genau auf der Linie. Kann sein, dass er es überprüfen wird und im Nachhinein einen Elfer gibt. Ich hoffe, die Bayern sind sehr wichtig. Wir haben gerade die 68. Spielminute. Wir müssen auf jeden Fall jetzt das eine Tor machen, damit wieder 2 Tore im Vorsprung sind. Sitz. Jawohl, Freunde. Elfmeter für Leverkusen. Jawohl. Ich habe doch gesagt, Mann, der Riesenbock. Ja, wichtig. Ist ja so wichtig. Flo Witz schießt. Doppelpack. Florian Witz. Witz. Warum haben sie mit dem Keeper Witze, Witze oder 3-1? Ja! Jawohl, Alter! Jammer! So wichtig! Ja, ja, der war in der richtigen Ecke. Oder Baumann ist richtig stark. So wichtig, Mann! 3-1! Auswärtssieg, 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 ja! Ding geschossen. Hier. Willst du denn einfach Doppelpack Bonnie West? Jetzt mal 10.
Ich dachte mir die ganze Zeit, Pilz hat das 1-0 geschossen, was soll ja reagieren? Sehr, sehr wichtig, Mann. Statement gesetzt. 4-1. Fußballmeister. Deutscher Fußballmeister. Deutscher Fußballmeister. SVB. Deutscher Fußballmeister, deutscher Fußballmeister, deutscher Fußballmeister, SVB. So, abseits. Ah, sehr stark halten. Rot und Weiß, sie stehen für Ehre, Blut und Schweiß. Alle, 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 alle. Wir singen Kickers, Offenbach, Olle, das ganze Leben nur der OFC. Unsere Farben sind rot und weiß, sie stehen für Ehre, Blut und Schweiß. Olle, 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 olle. Eine sehr, sehr gute Freistoßposition, Gimaldo. Ah, schade. Und das war der Abpfiff. Leverkusen gewinnt auswärts in Sinsheim mit 1-4. Auswärtssieg, sehr, sehr wichtig. Und nächste Woche am Donnerstag machen wir erstmal da weiter, wo wir heute aufgehört haben. Champions League in Rotterdam und danach Wolfsburg zu Hause. Und Flo macht einen kleinen Fanblick. Mal gucken, wann das so ist. Die streiten sich gerade. Sehr, sehr korrekt von Florian Witz. Alle, alle, Leverkusen, alle, Leverkusen, alle, Leverkusen, alle, Leverkusen, alle, Land, vielleicht nach der Nähe, eine Woche Sandstrand, Europapokal, 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 Europapokal. Europapokal, Europapokal, Europapokal. So, meine lieben Freunde, die Partie endet. Leverkusen gewinnt auswärts in Hoffenheim mit 1-4. Sehr, sehr wichtige 3 Punkte hier in Sinsheim. Wir machen weiter am Donnerstag Champions League in Rotterdam. Da werde ich auch natürlich am Start sein. Lasst gerne ein Like und Abo da. Und dann am Sonntag in Wolfsburg. Wird auf jeden Fall auch wichtig. Wir müssen gegen diese kleinen Gegner einfach gewinnen, wichtige 3 Punkte holen. Oh, und da wird es wieder was. In 2 Wochen in Bayern. Das ist ein sehr wichtiges Spiel. Ich würde schon sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und auf dem Video ein Like da lassen würdet. Dann sehen wir uns am Donnerstag in Rotterdam.